Hallihallöch, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Windstorm bzw. Ostwind. Ja, wir sind hier an diesem seltsamen Fleckchen gelandet, wo Reifen auf dem Dach sind und ein Kanu und ein komischer Hai mit Geweih und eine leuchtende Blume und sehr viele komische Dinge vor sich gehen. So, steht hier irgendwas? Nö. Na gut, wir haben auf jeden Fall den komischen Ort gesehen, haben sogar gespeichert. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter zu Tinka. Und zwar in diese Richtung. Wenn mich nicht alles täuscht. Sehr komischer Ort. Oh, was haben wir denn hier? Schilder, Werbeschilder. Fidschi-Inseln. Oh, eine Tankstelle. Cool. Oh, und da ist ja Tinka. Hier an der Tankstelle? Warum ist sie an der Tankstelle? Weiß sie nicht, dass Pferde kein Benzin brauchen? Hm. Ja, das scheint mir eine Tankstelle zu sein. Bist. Gute Arbeit mit den Kühen. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Worum geht's denn, Tinka? Ich habe gehört, dass Isabel sich heute mit so einem bonzigen Unternehmer trifft. Ein wirklich wichtiger Kerl. Wo hast du das denn gehört? Naja, sagen wir mal, ich habe dafür gesorgt, dass ich sowas höre. Ich war auf Gut Kaltenbach und habe ihr Telefonat belauscht. Die haben dich ins Gestüt gelassen? Nicht wirklich. Wie dem auch sei. Isabel hat mit einem gewissen Herrn Seldrick von Waterflow Unlimited gesprochen. Er hat ihr wohl ein ziemlich gutes Angebot gemacht. Eins, das die Zukunft des Guts und vielleicht der ganzen Welt verändern könnte. Mehr weiß ich aber nicht. Weißt du, wo sie sich treffen werden? Sie treffen sich am Bahnhof, aber sie will ihn dann wohl irgendwo anders hinbringen. Du solltest ihnen unentdeckt folgen und herausfinden, was da vor sich geht. Ostwind ist zwar groß, aber er kann auch ziemlich gut schleichen, nicht wahr? Wir machen uns sofort auf den Weg, Tinker. Okay, eine Schleichmission, eine Folge-Unauffällig-Mission. Sehr gut. Schlafen, essen, trinken, sowas muss hier niemand in diesem Spiel. Das ist sehr praktisch. Hier sind LKWs. Dieses Modell scheint sehr beliebt zu sein. Es sind sehr viele davon. So, wo geht's denn lang? Ganz in die andere Richtung. Nach hier. Na dann mal Butter bei die Fische. Oh, im Sauseschritt wollte ich gerade sagen. Waterflow. Stimmt was nicht, Mika? Die Firma kenne ich. Die habe ich in Andalusien gesehen, als ich Ostwind nach Oda gebracht habe. Damals wollten wir ein Gebiet zerstören, in dem einige Wildpferde leben, um dort Wasserquellen anzuzapfen. Die haben Bagger und Offroad-Fahrzeuge und sogar Helikopter. Und was hast du gemacht, Mika? Tja, was man von einem durchschnittlichen Mädchen in meinem Alter erwarten würde. Ich habe den Deal platzen lassen und sie in die Flucht geschlagen. Ja, so und wie es... Und ich dachte, dass mein Abenteuer wild ist. So wie es nun einmal geht, ne? Also, die jungen Mädels, vor denen muss man sich in Acht nehmen. Die haben es faustdick hinter den Ohren. Das wissen wir mittlerweile. Hier ist auch eine Heißluftballon-Regatta irgendwo am Start. Da sind überall Heißluftballons. Schön. So, hier ist der Bahnhof, ne? Seien wir leise und belauschen sie. Belauschen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man leise sein kann. Mit einem Pferd. Herr Seldrick, schön, dass Sie es einrichten konnten. Frau Herburg, ich grüße. Oh, meine Güte, stinkt es hier auf dem Land immer so schlimm? Die örtliche Industrie, Dünger und so weiter. Verzeihung, wenn es Sie stört. Ach, die Menschheit entwickelt sich stetig weiter, Frau Herburg. Wenn jemand gewollt hätte, dass wir jahrhundertelang im Dreck fühlen, hätten wir niemals automatische Plantagen und Fabriken erfunden. Meinen Sie nicht auch, Frau Herburg? Ich denke nicht, Herr Seldrick. Richtig, Sie denken nicht. Der Fortschritt wird auch hier Einzug halten. Früher oder später wird es passieren, Frau Herburg. Das wird passieren.
Mit Sicherheit. Ich führe sie mal herum. Ja, der Fortschritt wird Einzug halten. Ach, wir sind hier hinterm Schild versteckt. Ah ja. Wir müssen jetzt wahrscheinlich sehr schnell da bleiben. Ah, die Sonne geht auf. Sehr schön. Agentenfilm. Ihm fehlt nur noch das Monokel? Dann ist er ein Superschurke. Sie fahren los. Ich habe Isabel noch nie so besorgt erlebt. Ich glaube, ich weiß, wo sie hinwollen. Aber folgen wir ihnen trotzdem. Trotzdem? Hallo, ich bin doch schon wieder da. Bleibe dich dann. Ostwind. Ach, was? Hä? Ich war doch da. Darf ich nicht zu nah ran, oder was? Bleib dich dann, Isabel, dran. Psst, Ostwind. Hä? Zu nah, oder was? Ach, ich muss in einer bestimmten Zone bleiben. Ach, herrje. Das ist ja übel. Quasi nah, aber nicht zu nah. Okay. Schau, sie werden langsamer. Psst, Ostwind. Okay. Belausche Isabel. Das war knapp. Aber cool gemacht mit dem roten Ding und so. Hier können Sie sehen, dass wir schon unseren Tag der offenen Tür bewerben. Gut, gut. Solange diese Werbetafeln stehen bleiben, gibt's keine Probleme. Ich führe Sie jetzt zum Anwesen. Okay, wir müssen wohl weiter. In dem Tempo. Tag der offenen Tür? Was immer das heißen soll. Nee. Wir werden es herausfinden. Naja, was heißt wohl Tag der offenen Tür? Ein Tag der offenen Tür halt, ne? Man kann schauen und Sachen angucken und so weiter. So, ich glaube, ich bleib mal so ein bisschen hier nebendran. Noch bin ich gut im Ring. In einem der Ringe. Okay, boah, das war knapp jetzt gerade. Oh, oh, ich bin aber noch auf dem Ring. Ja, wunderbar. Ach, der Traktor fährt, ohne dass sich die Räder bewegen. Habt ihr das gesehen? Interessant. Ist ein Gleittraktor. Ach komm, ich brauche da nicht auf der Straße rumzurennen. Ich mach das lieber so. Jetzt geben sie aber Gas hier. Fällt weg. Okay. Haben wieder angehalten. Und hier ist der Stolz dieser Region. Gut Kaltenbach. Wir führen zurzeit einige Renovierungen durch. Die Geschäfte mit Waterflow wären der erste Schritt in die richtige Richtung, um die Renovierung noch auszuweiten. Sicherlich, Herr Seldrick. Hier wird auch der Tag der offenen Tür stattfinden. Haben Sie überhaupt die Kapazitäten, all diese Gäste zu beherbergen?
Und sind Sie sicher, dass überhaupt jemand teilnehmen wird, Frau Herburg? Aber natürlich. Der Tag der offenen Tür ist die größte Veranstaltung hier in der Gegend. Ha! Ihr Menschen auf dem Land seid schon was Besonderes. In Ordnung. Fahren wir weiter zum Baugrundstück, Frau Herburg. Baugrundstück? Was für ein Baugrundstück? Was, geht denn da schon wieder ab? Die ist so eine linke Schlange, das gibt's gar nicht. Das Baugrundstück. Ich wusste es doch. Was wusstest du? Was? Okay, gut. Hä, ich war doch aber drin. Das Baugrundstück. Offensichtlich war ich nicht drin. Was wusstest du? Ich meinte doch, ich weiß, wo sie hingehen. Ich versuche gerade, alles zusammenzusetzen, Adi. Lass mich kurz nachdenken. Ich stapfe mal durchs Feld. Wird dem Bauer zwar nicht so gefallen. Hey. Jetzt wieder zu nah dran, oder was? Oh Mann! Was soll denn das? Das ist echt übel. Das Baugrundstück. Ich wusste es doch. Was wusstest du? Ich meinte doch, ich weiß, wo sie hingehen. Ich versuche gerade, alles zusammenzusetzen, Adi. Lass mich kurz nachdenken. So, und ich versuche der Linie zu folgen. Aha, die geben aber gut Gas jetzt hier. Errungenschaft freigeschaltet, Freerunner. Sehr gut. Das ist jetzt aber gemein gewesen hier gerade. Oha. Nein. Oh, übel. Gib Gas. Uah! Also der Radius ist echt sau klein. Ist ja übel. Oh nein. Ah, obwohl, noch bin ich drin. Oh Mann. Ah, wo fahren die denn noch hin? Ist ja furchtbar. Irrbar. Ich glaube, ich bleib mal hier ein bisschen auf der Straße. Dass ich ungefähr den gleichen Kurs habe wie die. Sonst wird das irgendwie nix. Eieieiei. Muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren, dass ich hier. Dran bleib. Und jetzt wieder langsam, weißt du? Also echt. Leute, das ist echt übel. Könnt ihr doch nicht machen. Sind die jetzt da endlich bald mal bei diesem Baugrundstück?
Mann. Oh ja, was fahren denn die für einen Käse zusammen? Oh nö. Ah, Hilfe. Komm. Oh oh. Zu weit weg. Oh nein. Nicht schon wieder. Nein, nicht von hier. Och, Mann. Oh, Leute, das ist echt übel. Oh, nö. Das Baugrundstück. Ich wusste es doch. Was wusstest du? Ich meinte doch, ich weiß, wo sie hingehen. Ich versuche gerade, alles zusammenzusetzen, Adi. Lass mich kurz nachdenken. Das ist echt saumäßig gemein. Saumäßig schwer. Ich will das nicht nochmal fünfmal machen. Dieses Zickzack-Gefahren nervt mich gerade so ein bisschen. Na komm schon. Vollgas. Oh ne, bin ich zu nah dran wieder. Ach scheiße. Mission fehlgeschlagen, schon wieder. Das Baugrundstück. Ich wusste es doch. Was wusstest du? Ich meinte doch, ich weiß, wo sie hingehen. Ich versuche gerade, alles zusammenzusetzen, Adi. Lass mich kurz nachdenken. Bin ich jetzt schon wieder zu nah dran, oder was? Oder zu weit weg? Ach man, das ist doch kacke. Da weiß man nicht, ob man zu nah dran ist oder zu weit weg. Und ich war so weit da. Das Baugrundstück. Ich wusste es doch. Was wusstest du? Ich meinte doch, ich weiß, wo sie hingehen. Ich versuche gerade, alles zusammenzusetzen, Adi. Lass mich kurz nachdenken. Das ist doch eine Vision. Warum muss eine Vision nachdenken? Das verstehe ich nicht ganz. Die Mika ist eine Vision und die muss nachdenken? Die sagt, sie muss nachdenken? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber ich will jetzt erstmal diese scheiß Mission hier hinkriegen, sonst drehe ich noch am Rad. Oh Mann, zu schnell stehen bleiben. Zu langsam. Ah, schneller. Ich hasse es.
Bist du zu langsam, dann bist du zu schnell. Dann musst du wieder Vollgas geben. Echt übel. Ich glaube, wir werden es schaffen. Ich hoffe es. Ich habe keinen Bock mehr. Oh nein, das waren noch so viele blöde Abkürzungen und sowas, was die da gefahren sind. Oh. Ach ja, naja. Hilft ja nichts, wir müssen durch. Wir müssen dranbleiben. Und dann wieder Abstand. Und dann wieder Vollgas. Meine Fresse. Oh Mann. Oh, 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 zu nah. Der fährt einen Scheiß zusammen. Beziehungsweise die. Und hier müssen wir jetzt nämlich gucken, dass wir nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg sind. Das war jetzt gerade Glück. Oha. Auf den letzten Drücker. Hoffentlich ist das gleich vorbei. Ich drehe noch durch. Oh oh. Oh oh. Komm, komm, komm. Gib Gas. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ja, warum bin ich nicht mehr rangekommen? Ah. Okay, du konntest Isabels Plan nicht hören. Schön. Wir machen jetzt erstmal eine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Ostwind. Und ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Und dann werde ich es morgen nochmal probieren, an gleicher Stelle hier weiterzumachen. Also, ich kann nämlich hier Spiel laden. Ein verdächtiges Treffen. Ja gut, ich muss dann vielleicht die ersten paar Ringe nochmal machen. Aber das ist, ist mir dann egal, das mache ich dann nochmal. Ja, für euch. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.